So, einmal kräftig ausgenießt und die Sache ist wieder in Ordnung. Die Welt passt wieder. Ah. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro Last Light. Jetzt müssen wir jetzt hier tatsächlich durchkriechen. Bären. Alter, was ist das für ein Viech? Ist mir persönlich unsympathisch. Möchte ich jetzt auch nicht gegenkämpfen. Moment, wo ist Putin? Hier ist ein Bär in der Nähe. Da kann er nicht weit sein. Wo ist er? Na gut. Die haben mit einer Regentonne gespielt. Okay. Ah, ein Manual. Sehr gut. Und schon wieder eins verpasst. Nee. Der rote Platz hat wieder eins verpasst. Okay, gibt's wieder was zu lesen? Sehr schön. Eine Seite von einer Seite. So. Alles genommen, bis auf die Schrottflintenmunition. Schrotflintenmunition. Schrottflinte war es nicht. Die ist sehr gut gewesen sogar. Hat mir sehr gefallen. Hat mir zugesagt. So. And now sind wir wieder in einem Sumpf. Sag mal, sind wir die ganze Zeit hier nur irgendwelchen Sümpfen unterwegs? Oh. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Ja, ich will hier. Ich bin ganz kinderlich und man will nichts. Alter, die kann wegstecken. Ich will nicht und so weiter. Ich bin ganz kinderlieb, wie gesagt, und freundlich. Okay, offensichtlich scheint es doch nötig. Irgendwie zumindest. Ach nee, ich hau jetzt hier einfach ab. Fertig, finite. Und weg hier. Weg hier, Antjom, lauf durch! Lauf, du Sau! Aber wohin? Gute Frage. Verdammt! Wo ist der Ausgang hier? Ich will nix. Ich will nix kaufen. Ich unterschreibe auch keine Petition oder sowas. Alles nicht nötig. Hier ist eine coole, aber uninteressant. Wo geht's hier weiter? Nein, das sieht nicht nach weiter Weg aus. Zumindest momentan nicht. Verdammt, Manuel. Doch, ich hätte dahin müssen. Okay. Wir scheinen offensichtlich nicht freundlich gegen Bärenmütter zu sein. Was wohl der Parkbär dazu sagen würde. Na gut. Sie scheint auch nur zu chargen, wenn man sie anschaut. Ja, ich weiß, mir geht langsam alles aus. Ja, komm schon. Filter. So, die Story wird erledigt. War ein bisschen größeres Kaliber, vielleicht hilft das. Okay. Das scheint ihr nicht zu passen. Weiter hier im Text. Weg hier. Ah. Okay. Hat sie fix schon wieder falsche Taste. Sie verschützt ihren Rücken. Ist doch verletzlich. Okay. Ihrem Rücken. Ah, verdammt. Offensichtlich scheint es einen so dicken Schädel zu haben, dass das keinen wirklichen Sinn macht. Komm, geh weg da. Weg da, ihr Mistviecher. Ah, Mann, diese Drecksbiester. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ah, Mann. Aus dem Weg, du. Komm schon. Hau dir was in die Venen. Hauptsache, du bleibst dir noch gerade stehen. Vor allem hier ist
Moment, wo ist sie? Wo ist sie überhaupt? Ich sehe nur weiß und auf Biester. Okay, wo ist sie? Da hinten ist sie. Au, au, da ist... Wo kommt die jetzt plötzlich her? Ah, Mensch. Komm schon. Warum läuft Artyom nur so wenig? Nur weil ein bisschen Wasser ist. Komm schon. Ist doch kein Hindernis für dich normalerweise. Ja, ja, komm schon. Beweg dich, Artyom. Sei keine Memme. Okay, gleich nochmal was hinterher. Hast du denn nicht genug davon? Okay, es scheint ihr nicht ganz zu passen. Es scheint ungemütlich zu sein und schmerzhaft bis zu einem gewissen Grad. Wo ist sie? Ah, jetzt hat sie da dieses... Die Lianen durchbrochen. Sehr gut. Und da hinten hat sie das Zeitliche gesegnet. Mahlzeit, Jungs. Mahlzeit. Sie scheint da von dieser Art Brückenmassage nichts zu halten. Filter. Okay, das passt. Und ein bisschen Stromfranz. Strom braucht die Welt. Mehr Power. Okay. Und das letzte Manual. Sehr schön. So. Okay, passt sehr gut. Wir sind bei unseren Kollegen angekommen. Sehr gut, sehr gut. Gott sei Dank bist du noch am... Du hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Miller zu überzeugen, wird noch ganz schön interessant werden. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Alle? Verdammt! Ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Nein. Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich.
Was muss getan werden? Ich muss sie weg. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastard! Das klingt nicht so freundlich. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Okay, Sascha hat nichts davon gesagt, dass es ihm nicht passen würde. Das ist sehr freundlich von ihm. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja... Mosquin hat zum Krieg gerüstet, aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Mosquin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Okay. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Okay. Die Vorbereitungen für den Krieg werden getroffen. Gott, hoffentlich klappt das. Wie das Sascha wohl hinkriegt? Bin hier mal gespannt. Alter, so viele... So viel auf einen Haufen. Ich möchte nicht zögern, dieses Wort zu benutzen, liebe Freunde. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Ganz sicher. Es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner,
Ihr seid dran. Schaffst du das? Was?